willkommen hier in meiner Küche heute wieder mit meinem Thermomix. Ich wollte heute ein paar gefüllte Nudeln machen. Und zwar sind das diese giganten, großen, ja, jetzt Schere, okay, ist nicht da. Ich hol mal eine raus und zeige euch die. Und zwar diese großen Muscheln, ja. Die wollte ich füllen mit Gehacktes und dann mache ich eine schöne Soße zu und das kommt dann im Backofen. Und ich habe gedacht, wenn ich das mache, mache ich das sofort mit euch zusammen. So, ich hole euch dann aber auch näher dazu. Zwei Knoblauch, 3 Sekunden auf Stufe 8. 500 Gramm gehacktes halb und halb, ein Ei, ein halbes aufgeweichtes Brötchen, 1,5 Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, Petersilie, vorher klein gemacht oder so wie ich habe hier gefroren, ne? Gramm Parmesankäse. So, wir schließen den Mixtopf und das geht für 20 Sekunden Linkslauf Stufe 3 bis 5 drehen. Ich werde sehen, ob ich nicht schon bei 10 Sekunden aufhöre. So, das Gehackte einmal umfüllen und eine Seite stellen. Den Mixtopf braucht ihr nicht zu spülen. Wir machen jetzt sofort die Soße weiter. Und zwar als erstes eine Zwiebel, ein Knoblauch rein, etwas Sellerie, ein paar Karottenstückchen, einmal schließen und das geht für 3 Sekunden auf Stufe 5. Alles nach unten schieben und 30 Gramm Olivenöl rein. Und das geht für 2 Minuten, 120 Grad, Stufe 1. In dieser Zeit kann man ruhig schon mal die Muscheln mit dem Gehacktes füllen. So, 40 Gramm Weißwein. So, Deckel drauf, 2 Minuten, 120 Grad. Auf Stufe 1 ohne Deckel. Ich nehme einmal passierte Tomaten und zwar 1000 Gramm. Etwas Wasser in der Packung reinmachen und wirklich alles rausholen. Die Soße kann ruhig sehr flüssig sein, also da kann noch mehr Wasser rein. So wie ihr sehen könnt, habe ich das hier unter dem Maximum, also hier unter dem, bei den 2 Strichen. So viel Wasser habe ich reingemacht. So, mache dann noch einen kleinen Teelöffel von der oder noch ein bisschen mehr Gemüsebrühe und einmal 1,5 Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, schließe den Deckel. Und es kommt der Gareinsatz nach oben und das geht jetzt für 15 Minuten, 90 Grad auf Stufe 1. So, in dieser Zeit, wo die Soße am Kochen ist, kann man ganz gut die Nudelchen, ja, kann man hier dann ganz gut füllen. Also sollte das Gehackte zu fest sein, dann einfach nochmal ein Ei reinmachen oder etwas Wasser. Ich habe jetzt alles gefüllt, habe hier auch nochmal so eine kleine Schüssel voll gemacht und jetzt kommt natürlich unsere Soße hier einmal auf diese ganzen Muscheln verteilen.
So, spritzt ein bisschen. Da die Muscheln ja roh sind, muss da wirklich eine Soße sein, die richtig flüssig ist. So. Und dann natürlich noch Parmesankäse drauf geben. Einmal. So. Und nochmal etwas Pfeffer dazu. So, das geht jetzt erstmal im Backofen. Ich würde sagen, so eine halbe Stunde. Werde dann schauen, ob die schon gar sind und 5 Minuten vorher noch einmal etwas Mozzarella oben drauf geben. So, ich habe jetzt mit Alufolie drauf gemacht und das geht jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. So, ich habe das jetzt gerade aus dem Ofen geholt und hoppla, finde, es sieht super aus. Ah, ich will euch das mal einmal so zeigen. Perfekt. Es riecht sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier, das ist eine Mozzarella, so ein bisschen gerieben, die ich dann jetzt natürlich hier auch noch drauf machen werde. Und dann lasse ich das nochmal in den Backofen nochmal für 10 Minuten. So. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine Mozzarella habt, genauso gut Gouda nehmen. Das mache ich auch oft, dass ich dann Gouda-Käse nehme. Also so, und natürlich habe ich mir noch ein bisschen von der Soße vorhin übrig gelassen. Und das werde ich dann hier auch nochmal oben drauf machen. So, und dann ist unser Essen, würde sagen, in 10 Minuten fertig. Ich werde nochmal eben eine Probe machen, ob die Nudeln schon gut sind. Ja, die können aber noch ein bisschen. Also wenn die noch nicht gut sind, dann kann man auch noch ein bisschen Wasser reinmachen rundherum und das nochmal kochen lassen. Und das werde ich jetzt auch machen. So, was ich natürlich sagen wollte, wenn ihr dann Wasser reinmacht, dann nehmt wirklich super heißes Wasser. Also ich muss da wirklich noch Wasser reinmachen, weil die Nudeln noch nicht richtig gar sind. Und lasst das jetzt nochmal schön einkochen. Habe es jetzt auch ein bisschen höher gestellt, den Backofen. Und wie gesagt, wenn ihr die Muscheln macht, keine Angst, einfach noch mal ein bisschen Heißwasser reingeben. Und noch mal in den Backofen rein. Und jetzt auch ohne Alufolie. So, dann sehen wir uns gleich noch mal. Mein Essen ist fertig. Es hat etwas länger gedauert, da die Nudeln nicht richtig gar geworden waren. Musste ich da noch mal etwas Wasser reintun, heißes Wasser reintun und dann lasst es, wie gesagt, bis es wirklich gar ist. Und so sieht das jetzt aus. Es riecht richtig toll. Man kann auch, wenn ihr wollt, die Nudeln erst im Wasser kochen für 10 Minuten und dann füllen. Ja, ich mache das meistens so und ich bin da immer ganz gut mitgefahren. Es ist noch super heiß, ich werde es nicht probieren, aber ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und schreibe es unterm Filmchen auf, wie es geschmeckt hat. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Wünsche ich euch tschüss, bis zum nächsten Rezept.